Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76 mit meiner sexy Sängerin Mausi. Hallo. Ja, jetzt musst du uns aber auch noch ein Ständchen singen. Nicht nur hübsch aussehen für ein Foto. Nee, ich sing auch nicht. So, damit du dann gleich losdüsen kannst hier. Warte. Da. Oh, jetzt habe ich bald nicht mehr viele. Oh nein, ich habe Konfetti gekriegt. Yay. Okay, beste Tag heute. Warte. Ich will noch eine schmeißen. Noch eine? Das ist meine letzte. Nee, spar dir auch für morgen. Ich will aber, dass du Level abschaffst. Ich schaff mein Level ab. Bitte. Dicke. Dicke Mausi, lass. Bitte. Ja, gut, dann schmeiß. Ist deine Lunchbox. Geschenketüte. Ich hab Krachmacher gekriegt. So, hast du kein Konfetti? Nee, leider nicht. Oh. So, heute haben wir nämlich: Töte eine leuchtende Kreatur dreimal. Schließe ein Event ab. Ist Vorkriegsnahrung. Töte einen Verbrannten. Erreiche eine höhere Stufe. Fleischsternchen. Und von einem anderen Spieler kaufen. Oder an ihn verkaufen. Und das, was ich jetzt schon die ganzen Tage verpasst habe, ich musste mir mal hier zuweisen. Ich habe mir jetzt ausnahmsweise offscreen hier schon mal den Rucksack, die Power Armor zugewiesen. Jetzt hole ich mir hier noch die Lunchboxen ab, die Kronkorken und die Atome. Aber die beiden wollte ich halt schon vorher haben, denn wir haben heute so ein kleines Thema-Wochenende. Ich habe mir jetzt hier auch die wunderschöne Watz Unbekannt wieder rausgeholt. Yay, Lasern. Sauberer Helm und von Billy habe ich den sauberen Anzug gespendet gekriegt. Nochmal danke dafür. Und ja, der Affe, der begleitet uns jetzt auch. Und dazu, weil wir ja schon so schön weiß gekleidet sind, wir sind heute der weiße Astronaut. Natürlich auch die Powerrüstung schon fertig lackiert in der richtigen Farbe. Oh, nice. Und die macht auch schöne Tönchen, wenn man einsteigt. Hört man nur ganz, ganz leise. Ist okay. Ist auch nicht so störend. So, das heißt, wir rennen heute als weißer Ritter durch die Gegend. Eher gesagt, als weißer Astronaut. Warum sage ich immer Ritter? Ich bin Astronautenritter? Ja, ich Astronautenritter. Möchtest du mitmachen, Menschenjagd? Oh ja, mach ich. Bin ich dabei. Ich komme sofort mit meinem Alien Blaster und blaste sie alle weg. Mach piu. Als Leiter der Strafanstalt der östlichen Region habe ich eine dringende Mitteilung durchzugeben. Madog Malone ist auf freiem Fuß. Schon wieder. Ich verpflichte alle Bürger, die diese Nachricht hören. Geben Sie sich zum Konfetti! Und versuchen Sie ihn zu überwältigen. Ey, lass mich nachladen, Kollege. Ich brauche ihn lebend. Ich hab dich gerettet. Okay, gerettet. Das wollte ich auch gerade machen. Warum denken wir immer dasselbe? Da kennst du mich einfach zu gut. Ich kenne dich einfach zu gut. Na, ich stehe hier in der Tür, lass mich durch. Ja, hau doch mal. Komm, wir haben aber auch einen ähnlichen Humor, oder? Das auch, ja. Ah, ich glaube, ich muss mal wieder auf die Brust zielen. Mensch, jetzt lass mich doch irgendjemand mal. Ah! Ich krieg grad keinen. Jetzt hab ich ihn. So, jetzt. Friss Alien Blaster Munition! So, schließe ein Event ab. Fertig! Jawohl. Machen wir noch einen? Nö. Ich will jetzt hier alles erschießen. Aber ich hab mir gedacht, okay, gut, jetzt Gewehre haben wir ja genug rumgelaufen. Ich habe jetzt auch die dicken Pistolen bei. Also wir können jetzt so richtig schön spielen, aber ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich die Perks auf Pistole gesetzt. Ist eigentlich immer noch groß und schwer, weil es halt zum Leveln einfacher ist. Und ansonsten, naja, hier jetzt
Eher so tanky, ja? Bei mir hast du gerade einen Soundbug. Echt? Ja, feuerst durchgängig mit der Pistole. Ah, das ist, weil das vierfach ist. Okay, dann dürfen wir uns heute nicht zu häufig sehen, wenn ich die Pistole spiele. Ich wollte es nur sagen, also. Hm? Nee, ist nicht so schlimm. Ist echt nicht so schlimm. Was haben wir hier? Sendereichweite in Huntersville? Und das rennt sogar noch ein Stück runter? Bewegt sich da wieder ein NPC? Müssen wir mal schauen. Ah, da vorne ist er. Ah, dein Kaffee ist aber heute wirklich gut stark. Ja, habe ich dir gesagt. Ich habe dich vorgewarnt. Wieso? Es war jetzt nicht negativ gemeint. Achso. Er macht mich gerade wach. Nö, ist doch gut. Ich habe nur ein bisschen reingemacht. Okay. Also ich wollte jetzt keinen Westick machen oder so, Maus. Nicht, dass du das jetzt denkst. Muss ich jetzt... Hätte ich jetzt anders reagieren sollen? Ja, du hättest jetzt sagen müssen... Du bist in meinem Westick, geh weg da! Tut mir leid, so ein Typ bin ich nicht. Okay. Und ich habe hier schon den ersten legendären gehabt mit einer anstachelnden Laserpistole. Okay. Oh, habe ich dich verkrüppelt, Kollege? Tut mir leid. Ich habe dein Leben jetzt beendet. So, da habe ich. Da jetzt fehlen mir noch die Funkvakuumröhren, die leuchtenden Gegners, die Fotos. Ehe? Was ehest du? Kein Budget mehr. Brauch mehr Budget. Ja, das. Da schreien immer noch viele auf. Da bist du ja nicht die Einzige. Watoga Emergency Medical Services ist für Sie da. Sprechen Sie mit unserem hilfsbereiten automatischen Rezeptionisten, damit wir Ihnen sofort. Oh, was kann ich noch wegmachen? Die Wartezeit bei Watoga. Die Würmchen, nee, die sind schön. Oh, instant wieder die kaputte gefunden. Nice. Watoga EMS dankt Ihnen dafür, Ihnen helfen zu dürfen. Ach komm, überschwemmter Hof, den kann ich doch easy schnell wegmachen. So, ich hab jetzt auch mal wieder den Actionheld rausgepackt. Den goldenen. Mit der Spray des Todes. Also seit sie Doppelschuss und Feuerrate noch genervt haben, ist das Ding fast unspielbar ohne Bauerrüstung. Stabilisiert habe ich drinnen, ne? Ja. Sah. Was? Ja doch. Sah anders aus. Aber gut, Schaden macht das Ding ohnehin noch. Ich bräuchte jetzt mal wohl wahrscheinlich irgendwann mal ein Kaliber 50 mit Junkie. Ich glaube, das wäre ein guter Ersatz. Oder halt eins mit Vampir. Das würde auch passen. Da muss ich aufpassen, dass es nicht höhere Feuerrate Doppelschuss vorhat. Da habe ich meine erste leuchtende Kreatur gehabt. Eine Ratte. Weil Ratten. So, wunderbar. Leuchtende Kreaturen abgeschließt. Geil. Was geil? Fertig. Was fertig? Ich hab alle Wackelpuppen. Achso. Hast du sie jetzt aufgestellt, ja? Ja, danke schön. Ach, da nicht für. Die sammel habe ich halt öfters mal so nebenbei gesammelt. Oh, Schnalligaster, laufende Säure. Kann ich dir gar nicht gut machen. Doch, bestimmt. Du hast heute zwei Lunchboxen geschmissen, dann hast du schon wieder gut gemacht. Siehst du? Ist das wirklich so einfach? Ja klar, bei mir schon. Ich bin nicht so anspruchsvoll. Nur anspruchsvoll mir selbst gegenüber, ja. Ach, siehst du, bevor ich den dann aufesse, muss ich ja meinen Kuchen noch ausstellen.
Lacker. Einfach mal so aus dem Automaten beim ersten Mal gezogen. Ist schon klar. Das schaffst auch nur du. Da sagt man, ich bestell. Mit meinem Glück. Aber ich bin ja noch harmlos im Gegensatz zu dir manchmal. Ja. Goody. Haben wir jetzt alle? Oder fehlt da noch irgendwo ein Schnalli? Monstermanie. Nee, Besatzer raus, ist fertig. Mir fällt gerade ein, ich hab doch Wichtiges vergessen. Kommen Sie ab und ja. zu vorbei. Vielleicht habe ich da noch weitere Aufträge für Sie. So, Kuchen ist eigentlich ausgestellt. Ey, die musst du wirklich ausstellen. Aus dem Automaten ziehst du ihn wirklich sehr, 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 sehr selten. Ich hab damit auch nicht gerechnet, dass der rauskommt, weißt du? Ich hab eigentlich eher damit gerechnet, dass er jetzt wieder runterfällt. Oh, wir hätten gegen die Schallmauer. Soll ich nochmal was mit dem Bug probieren oder nicht? Kannst du gerne machen. Ja, pass auf, jetzt stelle ich es da gleich wieder so hin, ne? Und dann wird es nicht funktionieren. Gebe ich dir Brief und Siegel drauf, weil ich das bin. Halloween, Bonbons. Achso, nur 5. Ja gut, egal. Jetzt habe ich mehr gegessen. Und Verbrannte brauche ich eh noch. Stufe würde ich damit auch erreichen. Easy going. Na gut, zu zweit bringt das jetzt nicht so viele Verbrannte ein, aber ein paar. Ja, immerhin. Und jetzt gucke ich nochmal, ob ich das mit dem Zelt hinkriege oder nicht. Alle Töten. Lass dich immer gleich alles in die Luft jagen. Sorry. So. Ich mag's. Ne, kannst du mir mal die anderen da wegnehmen? Die schießen da auf mich. Wo denn? Was denn? Wie denn? Okay, dann muss ich selbst auch was machen. Ja, ich hab schon gesehen. Die wollen mich ärgern. Mach die mal weg. Sind, ne? Sind böse. Ich hab doch eben gesehen, dass er es setzen wollte. Kannst du mir mal sagen, wie viel Zeit wir noch haben? 8 Minuten, 10 Sekunden. Ah. Er will es jetzt irgendwie nicht mehr platzieren. Update war noch nicht. Nein. Kommt erst heute Nachmittag. Was neinst du? Ich habe aus Versehen eine Mockway-Dose gegessen. Hier ist doch nicht so schlimm. Die habe ich extra für Mockway von dir abgekauft. Schon so viele im Inventar, ich hoffe, er kommt bald wieder. Morgen spielen, Marzi. Morgens. Aber da musst du arbeiten. Ja, ich weiß. Es ist ein Morgenmensch. Es ist einfach zu warm nachher. Das hält doch kein Schwein durch. Ich nehme es ihm ja nicht übel, dass er nicht da ist. Es war jetzt kein Beschweren. Das war einfach nur so, ich will ihm das geben. So. Hängt der Arsch zwar immer noch drauf, aber es geht halt nicht besser. Gut, kannst initialisieren. Hau rein. Ja, nicht nur reparieren, du musst auch hinten das Terminal immer ansprechen. Achso, das wusste ich nicht. Das Reparieren hättest du schon machen können. Achso. Du hast nur hier hinten am Terminal, da musst du die Vorabprüfung einmal initiieren. Und wir haben jetzt gleich entweder eine Welle wieder von hinten oder aber die spawnen jetzt alle in der Mitte. Ich bin für vorne. Ja, ich wäre auch für vorne, aber ich glaube das nicht so. Ach nee, dann hast du ja gleich Soundbugs. Ich habe jetzt nur noch eine mit Explosiv bei. Was ist die Minigun? Na, dann nimm doch die Pistole, ist doch egal. Na, am liebsten würde ich ja Granatenwerfer nutzen. Nee. Oder Raketenwerfer oder Mini-Nukes.
bist auch so eine Mini-Nuke. Ich bin die Mini-Nuke des Lichtes. Da, jetzt bin ich mal gespannt. Ich auch. Ich bleib jetzt extra hier stehen. Ja. Ja! Ich hab's endlich hingekriegt. Ich hab's hingekriegt, ich glaub's nicht. Da drücke ich vor Freude sogar durchgängig den Sprechknopf. Nee, das sollst du ja nicht machen, dann hört man mich doch doppelt. Ich hätte nichts dagegen. Mich doppelt zu hören? Ich höre dich gern, ja. Du hast eine schöne Stimme. Ach so. Ich denke mal, deine Zuschauer können es bestätigen. Boah, gut, das habe ich jetzt schon ein paar Mal in den Kommentaren gelesen, ja. Aber ich kann es immer nicht so glauben. Ja, doch, kannst du. Also ich finde meine Stimme jetzt nicht ekelhaft oder so, weil beim Schneiden und so oder... Oh, die ist sogar legendär. Da höre ich mich ja auch permanent selbst. Auch wenn ich jetzt spreche. Jetzt habe ich meine Stimme wieder eingerichtet. Aber... Ich kann das aber nicht so glauben. Verstehst? Also, ich kann so sagen, deine Stimme ist sehr beruhigend. Mir ist das Wort entfallen. Ruhig. Besänftigend. Besänftigend? Nicht aggressiv, also wenn du nicht gerade aggressiv bist. Oh, dann bin ich halt mal aggressiv, ja. Also wenn du sauer bist und anfängst zu brüllen, dann möchte man dich nicht hören. Okay. Aber sonst so? Hey, ich habe meine Stufe geschafft. Also ja, kannst du ruhig glauben. Ja, und eigentlich können wir jetzt quasi nach dem Event aufhören. Alles fertig. Ich hab doch gesagt, das wird leicht. Ich wollte es trotzdem schmeißen. Noch eine Folge, dann kann ich wenigstens noch Blei sammeln für Muni. Mhm. Dann wollen wir hoffen, dass sie jetzt wirklich den Wendigo-Koloss jetzt releasen oder nicht. Den haben sie ja jetzt schon so häufig verschoben. Wird man ja sehen. Alter, das Vieh ist einfach blödsinnig. Leuchtet nur noch alle. So, wo ist das Vieh jetzt? Oh, es fliegt immer 10 Kilometer weit weg. Ich bin zu faul, mich zu bewegen. Jetzt hat es geschafft. Ist kaputt. Mach ich Ton aus. Ich muss sagen, jetzt das Sprayen, hauptsächlich trefft genug. Zum Töten reicht zwar nicht wirklich, aber... Die schwebt wieder in der Luft. Ich seh's. Jetzt muss ich mich mal bewegen, weil sonst komme ich nicht richtig ran. Sie ist tot. So. So, eine Kammerjägers Minigun. Will mir das Spiel sagen, nutzt jetzt deine Minigun endlich? Da merkt man, mein Kaliber 50 ist halt so unpräzise im Gegensatz zu deinem. Aber ich kann sie. Ich kann ja mal was ausprobieren. Mal sehen, ob ich den Bug hervorrufen kriege. Kann ja mit dir testen, oder? Ja. Darf ich dir noch ein Kompliment machen? Ja, welches? Ich mag auch deine Augen. Mm. Deine finde ich aber hübscher. Nee, deine sind hübscher. Hast du jetzt genug abgekriegt? Ja. Okay, dann bleibe ich jetzt auf dem Flammi. Es geht also. Burn, Baby, burn! Ich trau dem immer noch nicht, dem Flammenwerfer. Weil desto schneller kriegen wir auch einen Respawn.
Und ich muss ja hier nur einmal kurz reinsprayen. Level up. Ja, geht doch. Ich freue mich schon auf meine Schnapszahl. Oh, ja. Nächstes Level. Das heißt morgen. Noch zwei Level. Ach so. Ist schon aktualisiert, ja? Bis jetzt 220. Ja. Okay. Oh, nächste Brandbestie. Ja, ich höre sie auch schon. So, die haben natürlich jetzt wieder das Schallding kaputt gemacht. Nee, kein Ton bitte. Hopp. Ich dachte da jetzt, da ist irgendwas runtergefallen. Ich dachte, da gibt's jetzt schon wieder, ne? Ist das schön. Und du kriegst wirklich genug ab, weil mir kommt das jetzt gerade nicht so vor. Na, es geht, also. Das ist aber besser als. Ist es besser als mit dem Granatwerfer, wo sie dann in alle Richtungen flattern? Die Brandbestie kommt. Nur normal. Ja, kümmere ich mich gleich mit rum. So, Minigun raus. Wo bist du, Missy? So, Brandbestie war mal. Okay. Ne, jetzt will ich aber auch noch mal gucken. Jetzt musst du sie mal alle killen. Eine Welle müsste, glaube ich, noch kommen. Hoffe ich mal. Okay, das dauert auch ein bisschen zu lang. Oh. Lass den Generator in Ruhe. Meine Waffe geht gleich im Eimer, oder? Ui. Sonne. Sonne? Gerade voll geblendet, wo es hell wurde. Ich mag die Rüstung. Ach, ich will das Ding immer reparieren, aber es ist noch nicht ganz kaputt. Na? Kommt raus. Wir wollen euch brennen sehen. Oh, im Eimer. Ja. Boah, jetzt muss ich es wieder nachladen. Okay, passt. Ah, jetzt hab ich geschlafen. Alles gut, alles gut. Ja, ich mach den Ton auch aus. Ich hab echt das Gefühl, ich nehme dir die Mobs weg. Ich will dir die Mobs nicht wegnehmen. Ist jetzt gerade ein Strahlensturm? Ja. Hab ich's richtig gesehen? Das macht dir doch nicht immer so einen Vorwurf, Mensch. Reicht ja schon, wenn ich mir mal welche mache. Ja, aber ich muss noch mit gutem Beispiel vorangehen. Ich bin fast 100 Level höher als du, ne? Und die High-Level müssen die Low-Level immer unterstützen. Okay, eigentlich ist auch kein Low-Level bis 200, aber okay. Wollte ich gerade sagen.
Dann keine jungen, knackige 50 mehr. Nö. Aber wir sind fertig mit dem Event. So, dann loot ich jetzt hier nochmal durch. Aber ich denke mal, offscreen können wir das auch machen. Ich hab's ja endlich hingekriegt mit dem blöden Camp hier. Übung macht den Meister. Zweimal verkackt. Und morgen ist es weggepatcht und dann. Oh, das wäre so doof. Jetzt, wo ich es kann. Ja, jetzt weggepatcht. Nee, nee, nee. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aber trotzdem den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann. Tschüssi.